Die 50. Folge von Dice ist da und heute sind wir mit unserem großen Finale der War Machine bzw. Hordes-Geschichte. Hallo, ich übernehme das jetzt hier erstmal, weil das funktioniert anscheinend nach wie vor nicht. Selbst nach 50 Folgen Dice und 147 Folgen Mago Potato kann Dennis immer noch nicht moderieren. Deswegen bin ich jetzt hier, ich bin Delia und das baue ich jetzt ein bisschen um. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Dice, der mittlerweile 50. Folge. Ich bin Delia und ich muss gestehen, ich hätte nie gedacht, dass der alte Dennis es so weit bringen wird, zu 50 Folgen. Ich auch nicht. Ja, dachte, der gibt vorher auf, weint irgendwo in der Ecke. Aber wir sind immer noch da, ist doch ganz cool. Und für alle diejenigen, die jetzt das erste Mal bei uns sind und keinen Plan haben, worum es hier eigentlich geht, Tabletop nämlich, für die haben wir hier einen schönen QR-Code eingeblendet. Den könnt ihr einscannen und nach der Sendung euch dann darüber informieren, was Tabletop eigentlich ist. Nicht jetzt, jetzt gibt's uns, danach könnt ihr die anderen Videos gucken und dann habt ihr voll den Plan. Und für alle diejenigen unter euch, die sowieso schon den Plan haben, für die gibt's jetzt erstmal die News. Neue Minis für Kings of War. Im Sci-Fi-Bereich hat sich Mantic ja designtechnisch gut angestrengt, aber im Fantasy-Bereich sind noch immer nicht all ihre Figuren eine Augenweide. Aber mit den neueren Releases finden die Jungs aus Nottingham so langsam ihren Weg. Gerade die Tortured Souls aus ihrer Oktoberwelle gefallen mir sehr gut, aber auch die Erdelementare sind ganz nett. Games Workshop ist ja vor einem Monat schon auf dem Zug der Spielmattenherstellung aufgesprungen und zieht jetzt mit einer Age of Sigmar-Matte nach. Nachdem ich die 40k-Variante gesehen habe, muss ich aber sagen, dass ich nicht wirklich begeistert war. Zumindest die 40k-Variante hatte leider einen sehr verwaschenen Druck und ist recht teuer. Das kriegen andere Hersteller und vor allem auch kleinere Hersteller weitaus besser hin. Wobei man natürlich sagen muss, dass ich den genähten Rand doch recht schön finde. Aber im Gegensatz zur restlichen Qualität von GW-Produkten, die wirklich sehr hoch sind, ist zumindest die erste Matte nicht allzu gut. Ob die Age of Sigmar Spielmatte ebenso unscharf ist, wird sich zeigen, wenn sie da ist, aber für mich sieht das insgesamt sowieso mehr nach einem Poster als nach einem Spielfeld aus. Erscheinen tut das Stück diese Woche. Neuheiten gibt's auch für Malifaux. Wie immer leider keine Bilder von Figuren, sondern nur Renderbilder. Aber die sehen schon wirklich schick aus. Auch wenn ich keine Ahnung von der Geschichte und Hintergrund von Malifaux habe, finde ich die Minis wirklich schön. Kann mir hier aus den Zuschauern vielleicht jemand einen Crashkurs in Hintergrundgeschichte für Malifaux geben? Schreibt's gerne in die Kommentare und ich werd's lesen und mich darüber freuen. Darf ich jetzt rauskommen? Nein, aber Dennis, du darfst jetzt gleich Franjo das Walross mit deinem Pinsel nass machen. Da freut er sich schon die ganze Zeit drauf. Er hat mir schon sehr aufgeregt davon erzählt, wie er schon nachts davon träumt, Franjo zu befeuchten. Franjo eine stabile Basis zu geben. Etwas, worin er sich suhlen kann und wohlfühlen kann und geborgen ist. Und das macht er jetzt für euch im Atelier. Hey Paisanos, da sind wir wieder am Bemaltisch. So, ihr seht, hier ist unser Franjo, wie wir ihn das letzte Mal ja, verlassen haben. Einen kleinen Unterschied gibt es schon und zwar habe ich, wie ihr seht, einfach schon mal eine Grundfarbe für die Base aufgetragen und das ist genau das, was wir jetzt machen. Wir bemalen nämlich die Base und die besteht aus Wasser, deswegen versuchen wir da so ein klein bisschen so einen leichten Wassertouch mit reinzukriegen. Was für Farben benötigen wir heute? Wir gehen heute stark ins Türkise, Bläuliche und Grüne, weshalb das Türkis auch in der Mitte ist. Und deswegen brauchen wir als allererstes ein Türkis. Ich habe hier das Zotac Green von Games Workshop genommen. Das finde ich tatsächlich ziemlich gut. Das ist die Grundfarbe, welche ich dann gemischt habe mit einem Weiß. Da habe ich hier das Purity White von Fantasy Games, also von Scale Color genommen. Die beiden habe ich gemischt und dann als Grundfarbe schon mal aufgetragen. Dann benötigen wir noch ein etwas dunkleres Türkis. Da habe ich ebenfalls so einen Systemkauf gemacht. Habe ich das Innsmouth Blue von Scale Color ebenfalls genommen, auch von der Fantasy and Games Range. Und ebenfalls aus der gleichen Range
habe ich dann noch ein dunkles Grün genommen, das Relier Grey. Ja, warum die alle irgendwie so Cthulhu-Namen haben, kann ich euch leider auch nicht sagen. Ebenfalls Scale Color von der Fantasy in Games Range. Das sind unsere Hauptfarben. Und natürlich benötigen wir noch einen Verdünner zum Bemalen, denn wir wollen heute, wie das letzte Mal, ebenfalls mit Lasuren arbeiten. Als erstes nehmen wir unsere erste Lasur. Und zwar habe ich das Innsmouth Blue genommen und daraus eine Lasur gemacht. Und ich muss natürlich immer wieder das Gleiche sagen, auch wenn ihr davon schon genervt seid. Aber falls jemand Neues reinschaut, ist das für denjenigen natürlich interessant. Denn solltet ihr nicht wissen, was eine Lasur ist, wie man eine Lasur herstellt und wie man sie benutzt, dann wird euch das hier erklärt. Schaut mal unten auf diesen Link. Wenn ihr es jetzt bei Rocket Beans guckt, könnt ihr natürlich auf den Link nicht direkt draufklicken. Merkt euch hier, welche Folge das ist und guckt auf dem YouTube-Kanal von Dice euch diese Folge an. Dort wird das nämlich erklärt, wie das funktioniert für all die YouTube-Zuschauer. Ihr könnt jetzt auch raufklicken. So, wir nehmen jetzt unsere Lasur und wie wir es gelernt haben von den Lasuren, malen wir von hell nach dunkel. Das heißt, die Farbe hier ist schon ziemlich hell aufgetragen und die Lasuren dunkeln immer ab. Also man kann zwar auch aufhellen, aber so wie ich benutze, dunkeln Lasuren ab. So, und wir machen eigentlich das Einfachste, was man macht, wenn man abdunkelt. Man trägt die dunklere Farbe, in diesem Fall die Lasur, in die tieferen Stellen auf. Ich meine, diese Wasserbase hat wunderbar schöne Strukturen und ihr seht genau, welche Elemente tiefer liegen und welche erhaben sind. So sieht dann jetzt erstmal unser vorläufiges Ergebnis aus. Immer gut daran denken, dass die Farben schön getrocknet sein müssen. Also gerade jetzt bei den Lasuren, ich habe sie jetzt mehrmals aufgetragen, 2-3 Schichten sind da jetzt drauf. Das dauert dann dementsprechend seine Zeit, damit sie trocknen. Man kann die Trocknungszeit auch mit einem Föhn beschleunigen. Allerdings trocknen die Farben manchmal ein bisschen anders aus. Deswegen warte ich dann lieber, bis sie normal trocken sind. So, jetzt gehen wir zur nächsten Farbe und zwar zu unserem Relier Green. Ja, das ist im Endeffekt ein Graugrün, ein dunkles. Auch daraus machen wir eine Lasur und machen im Endeffekt genau das Gleiche, was wir eben gemacht haben. Nur versuchen wir das natürlich jetzt nicht mehr so großflächig zu machen. Das heißt, wir tragen diese Farbe als Lasur in die tiefen Stellen der Base ein. Also wirklich diesmal nur in die tiefsten Stellen. Eben waren wir ein bisschen großflächiger. Jetzt gehen wir wirklich nur in die dunklen, tiefen Bereiche rein. Und auch das, wenn wir es richtig gut machen müssen, wenn wir es richtig gut machen wollen, müssen wir tatsächlich mehrmals machen. Denn wir wollen ja, dass ein gewisser Farbverlauf zu sehen ist. Und deswegen tragen wir die Farbe dünn auf. Das heißt, dass wir dann mehrmals überall an dieselbe Stelle rüber müssen und zwischendurch warten müssen, dass die Farbe trocken ist. So, und das ist dann nach 2,5 Schichten ist dann das Ergebnis. An sich ist das schon ganz schön. Denke aber, für so ein karibisches Wasser, ja, ist das jetzt ein bisschen dunkel, ne? Ich glaube, wir müssen da noch definitiv ein bisschen heller werden. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen unser ursprüngliches Türkis, das ist das Zotac Green, und mischen das jetzt noch einmal ein bisschen mit Weiß. Und dann werden wir die Base mit dieser Farbkombination akzentuieren, mit dem Layering- bzw. Schichtverfahren, weil, ja, ist ein bisschen dunkel geworden. Aber sowas passiert einfach im Laufe des Malfortschrittes, dass man ab und zu umdisponieren muss, weil vielleicht dann doch das Ergebnis anders ist als erwartet. Nicht unbedingt schlechter, aber anders. Wirklich versuchen jetzt nur die erhabenen Stellen anzumalen. Also nur die Spitzen der Wellen, weil sonst machen wir natürlich unsere ganze Arbeit von vorher komplett unnütz, ne? Gut, das hat das doch schon mal um einiges heller gemacht. Das finde ich sehr schön. Dennoch möchte ich die Spitzen ein klein bisschen noch erhellen. Deswegen mische ich noch mehr Weiß in meine Mischung hier, die ich habe. So. Und damit wollen wir dann nochmal die Wellenspitzen stärker akzentuieren. Also eine zweite Akzentuierungsschicht. Nicht wahr? Auch hier wieder, falls ihr nicht wisst, wie Akzentuieren funktioniert, lasse ich das hier gerne nochmal einblenden unten. Mach das wie beim Akzentuieren, vor allem auch so, wie ich das zum Beispiel bei Kantenakzenten gezeigt habe. Dort, wo sich zwei Elemente treffen, hier auf der Spitze zum Beispiel, mit diesen drei Strichen, da besonders hell ist drumherum. Also da ein besonderes Augenmerk auf den Akzent setzen, das wirkt dadurch automatisch plastischer, wenn halt diese hohe oder höchste Spitze heller ist. Das ist das Ergebnis, sieht doch schon mal ganz schön aus, aber na komm, ein klein bisschen machen wir noch. Hier habe ich das Weiß und jetzt nehme ich von meiner Mischung etwas in dieses Weiß hinein
Und damit werde ich jetzt wirklich, wirklich, wirklich die spitzigsten Spitzen bemalen. Mit der letzten Spitzenakzentschicht, die ich jetzt eben gerade aufgemalt habe, seht ihr, habe ich richtig schön die Reflexion auf dem Wasserspitzen gemacht. Das war noch so mal tatsächlich, das wusste ich vorher nicht, das hat sich jetzt gerade beim Malen so ergeben, aber das war genau das, was ich gebraucht habe, um den Effekt zu erzielen, den ich haben wollte, dass das wirklich nach einem schönen Wasser aussieht. So, was wir jetzt noch machen, wir sehen hier, dass überall raue Stellen auf dem Wasser sind, da ist die Gischt modelliert. Und die Gischt ist normalerweise, wenn man so Wasser aufwühlt und das schäumt, ist das normalerweise weiß. Das heißt, wir nehmen jetzt das Weiß, beziehungsweise diese Weiß-Türkis-Mischung, die wir eben benutzt haben, um die Reflexion auf den Spitzen zu bemalen, tragen die aber nicht ganz normal auf, sondern werden, weil es richtig schön viel Struktur hat, werden das durch Trockenbürsten auftragen. Allerdings, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, dass wir wirklich nur die Spitzen und hauptsächlich nur die modellierte Gischt mit anmalen, weil wenn sie schon mal da ist, dann sollten wir sie auch nutzen. Vor allem muss man sagen, ich bin ja nicht immer so unbedingt der große Freund vom Trockenbürsten, aber wenn schon so viel organische Struktur da ist, dann wären wir blöd, wenn wir das nicht durch Trockenbürsten aufmalen würden, oder? Und das Gleiche machen wir jetzt noch einmal mit purem Weiß für die ganz extrem Highlights. Soweit ist die Figur fertig, das dritte Tutorial ist durch. Ja, das ist das Wasser, das gefällt mir sehr, sehr gut. Zu bedenken ist natürlich, wenn ihr zum Beispiel die Nordsee haben wollt, also anderes Gewässer, dann müsst ihr natürlich auch andere Farben nutzen. Bei der Nordsee zum Beispiel sind wir grünlicher oder gräulicher zum Beispiel, anstatt in diesen karibischen Farben. Jetzt meine Frage an euch, in den nächsten Tutorials, in der nächsten Staffel, soll ich weiter an Franjo malen? Wir sehen, ihr habt noch einige Details, die halt nicht bemalt sind. Soll ich das fertig machen oder wollen wir dann zum nächsten Projekt gehen? Schreibt mir das in die Kommentare, das würde mich interessieren. Und wenn ihr natürlich Bilder habt, wenn ihr ebenfalls Wasser bemalt habt oder noch Tipps für mich, schickt mir Bilder gerne per Facebook. Ich muss sagen, ich fühle mich hier ja teilweise schon echt ein bisschen an Maributato erinnert. Allerdings ist es wesentlich weniger cool als bei uns. Also wir waren einfach viel mehr down to earth, weniger Mainstream, wenig... Drehen Sie hier? Ja. Oh. Ja, das ist Dennis. Dennis hat eine tragische Geschichte. Dennis ist in einem Tierheim aufgewachsen. Mit zwei reizenden Labradoren. Und deswegen läuft er mir jetzt nach. Und Dennis kenne ich von Maributato von damals. Und das war so schön. Wir hatten damals Dennis, Dennis und Dennis. Also drei Denösen. Drei Denösen. Und mehrere Stefans auch, also zwei mindestens. Und jetzt habe ich gehört, da ist das kopiert das einfach alles voll. Das ist einfach, also das ist nicht original, Dennis. Das geht nicht. Du musst deine eigenen Ideen haben. Aber was macht er? Jetzt kommt er an mit Dennis, Dennis, Stefan und Steffen. Oh, okay, cool, das ist neu. Steffen ist neu. Auf jeden Fall, Dennis, Dennis, Stefan und Steffen spielen War Machine and Hordes. Und das große Finale, das seht ihr jetzt. Endlich ist es soweit. Meine drei Begleiter, Steffen von den Rocket Beans, Dennis von Maributato und Stefan von der Macworld, sowie meine Wenigkeit, haben vor einigen Wochen damit begonnen, mit War Machine und Hordes anzufangen. Dabei haben wir vier unterschiedliche Starterboxen von Ulysses-Spiele zur Verfügung gestellt bekommen. In der ersten Folge haben wir uns entschieden, wer welche Fraktion spielen will, im zweiten Teil haben wir unseren Zwischenstand abgeklärt und in der dritten Episode wurden unsere spielfertigen Starterboxen präsentiert. Und nun ist es soweit, wir spielen unsere ersten Spiele. Yes! Gezockt wird einfach zum ersten Reinkommen, ein Spiel auf Leben und Tod. Uns ist sehr wohl bewusst, dass War Machine und Hordes besser mit Mission gespielt werden, aber um die ersten Mechaniken kennenzulernen und auch auszuprobieren, gibt es für uns nur eine Mission. Tötet den feindlichen Anführer. Den Anfang haben unser erfahrener Stefan und Magabo Dennis gemacht. Alles klar. Los geht's. Ich aktiviere meinen Caster. Also, Moment, ich lege hier erstmal noch die Fury an, die Wutpunkte und gebe davon direkt 3 aus, um Pulverizer auf meinen Speerwerfer zu werfen, zu zaubern.
gibt ihm +2 Stärke. Und seine Nahkampfwaffen bekommen Zurückstoßen. Das heißt, ich kann dich zurückstoßen, wenn ich dich treffe im Nahkampf. Und dann bewege ich mich. Dann aktiviere ich den Bouncer. Der zieht auch einfach nach. Und den reize ich mal um 3 Punkte. Ja, ein neues Spiel anzufangen kann ganz schön schwierig sein. Vor allem, wenn man mit den Mechaniken noch nicht ganz so vertraut ist. Ach nee, scheiße. Nein! Du hast vergessen, Fokus zu verteilen. Ich habe vergessen, Fokus zu verteilen. Das ist natürlich jetzt Kacke. Damit bin ich mich jetzt, glaube ich, ziemlich am Arsch. Einen hat er ja, auf jeden Fall. Das nutzt mir aber nichts. Weil ich damit wahrscheinlich noch nicht mehr treffen werde. Weiß ich nicht, ich habe nur eine Verteidigung von 12. Das ist nicht so schwer. Oder beziehungsweise, ich glaube, der Schaden war das Problem. Egal, machen wir jetzt einfach dann wird es uns ein kurzes Spiel. Noch ist ja nichts passiert. Soweit, so gut. Aber nicht nur Dennis und Stefan haben gegeneinander gezockt, sondern auch Steffen und ich. Wie gesagt, ich habe null Ahnung von dem Spiel. Darf ich mal dein Messgedöns haben? Ich verteile erstmal meine 6 Wutpunkte auf meinen Bestienmeister. Stimmt, als allererstes muss man die Dinger verteilen. Ne? Okay, pass auf. Der generiert 7 Fokuspunkte, mein Hoschel. 4, 5, 6, 7. Jeder Warjack hat von Grund auf schon mal einen, ne? Ich glaube ja, korrekt. So, 1, 2, 3. So, jetzt muss ich gucken, was ich machen möchte. Das heißt, ich muss einen theoretisch jetzt im Voraus planen. Ich aktiviere meinen. Das ist kein Wicht. Mein Berserker. Ja. Der sich einmal dreht und einen Sturmangriff auf ihn heransagt. Ja, du musst einen Angsttest machen. Ein Angsttest? Ist das so? Das war ein falsches, das war ein anderes Spiel, aber trotzdem. Ja, das hättest du wohl gerne. Das ist also Geschwindigkeit 6 +3 sind 9. Ich muss auch nur 1 von. Wieso hat er jetzt auch Geschwindigkeit 6? Hat er grundsätzlich. Echt? Ich dachte, die haben alle 3. Nee, der hat 6. Da hast du mich belogen. Den hab ich gar nicht. Du hast gesagt, sie sind alle voll langsam. Die haben alle nur Geschwindigkeit 3. Das ist langsam. Das ist langsam. Und, ich hab mich voll geschwindet. Der stürmt hier auf den zu. Kommst ran, ja, ne? Ja, klar. Ich habe auch 2 zur Reichweite. Ja, ja, mach mal. Weil soll das passen. Und der greift an. Treffer wird automatisch verstärkt wegen Sturmangriff. Richtig. Hat einen Nahkampf von 6. Ja. Das sind 9, 14. 14, ich habe eine Abwehr von 12, ja, gerade geschafft. Okay, super. Und dann mache ich mal Schaden und booste den Schaden auf. Und zwar sind das Schaden 13. Das sind 16, 8, 9, 21. 22. Ja, super. 3 Schaden kriege ich hin. Und wohin? Auf die 6. 1, 2, 3 Schaden? Jo. Ja, kann ich mitleben. Kaufen wir einen neuen Angriff. Ja. Und machen wir das Ganze nochmal. Das ist aber nicht geboostet. Jetzt musst du einen Entsetzenstest machen. Ein Entsetzen? Nein, musst du nicht. Mann. Das soll nicht. Ja, damit nicht. Das wird auf jeden Fall nichts. Damit schlägst du nicht. Auch wenn es ein Pasche ist, aber dann schalte ich Schleich gegen Schild gegen. Schaden. Das ist doch voll gut. Na gut. Und plötzlich gab es einen Figurenhaufen in der Mitte bei Stefan und Dennis. Und dann verteile ich jetzt Fokuspunkte. Bitte. Und zwar maximal 3 pro Nase. Ja. Und dann fange ich doch direkt mal an mit meinem Schlechter. Und der haut zu. Das ist der vorne dran steht? Logischerweise, wenn er zuschaut, ne? Ja, ja, auch schmal. Gut, und zwar hat der Nahkampf 7. Was hat denn hier der hier? Verteidigung 12, der beide. Exa. Beide 12, ja. Machen wir das mal so. Durch die Bank. Dein Nahkampf war was nochmal? Nur damit ich Nahkampf weiß. 7. Okay. Also. Ja. Dann booste ich den Schadenswurf. Und zwar ist das 16. Ja, Panzerung 17. Also alles, was über 1 ist, macht Schaden. Boah, 15. Wohin? Auf die 2. Ah, gute Nacht. Alles klar. Dann haut er mit dem anderen Arm zu, boostet den einmal, dass er dann trotzdem 2 Würfel benutzt.
Eieiei, das reicht der nicht. Der ging daneben. Und dann habe ich noch die Hauer. Oh! Ja, war mal gar nichts. Die 15 musste auch bestraft werden. Das war ja mal gar nichts. Gut. Dann du kannst aber, du hast noch einen übrig, das heißt, du kannst dir noch eine zusätzliche Attacke kaufen mit einer Waffe deiner Wahl. Gut, dann haue ich doch nochmal mit der normalen Todeskralle zu. Die Todeskralle schlägt wieder zu. Ja, hoffentlich genauso gut wie deine letzten beiden. Das sieht doch gut aus mit der 8. Kommt drauf an, aus welcher Richtung man guckt. So, alles was über 1 ist, ne? Mhm. Ja, 5. Wohin? Auf die 3. Also auf die 6. Ich habe noch 2 Lebenspunkte. Das ist schön. Geht so. Was haben denn Steffen und ich in der Zwischenzeit gemacht? Ich würde tatsächlich aber als erstes meinen Büßer aktivieren. Der bewegt sich da 5 Zoll dahin. So, sieht doch so aus, als ob ich einen Flammenwerfer mit 8 Zoll daran kriege. Könnte passen, ja. Dann greif doch mal an. Gut. Ich möchte den verstärken. Mach das mal. Ich habe eine Abwehr von 15. Ja. Und du kriegst auch Mali. Auch auf Flammenwaffe? Ja. Ist der Flammenwaffe? Das ist der Flammenwaffe. Minus 3. Minus 3, huiuiui. Das heißt, er hat einen Fernkampf von 2 plus die Waffe, oder wie war das? Fernkampf? War Fernkampf erst? Nee, nur Fernkampf. Nur Fernkampf. Plus 2 bis 16 und 3 bis 16. Das ist doch vollkommener Quatsch. Er hat Fernkampf von 5, also hat er einen Fernkampf von 2. Du hast eine Verteidigung von? 15. Muss ich also eine 13 würfeln? Mit 3 würfeln? Geht. Das ist nicht so, dass es unmöglich wäre, ne? Nein. Das ist zwar keine, aber das ist ein B und nicht. Ist ja voll Quatsch. Am Ende konnte ich dann doch das Spiel recht schnell für mich entscheiden. Da ich meinen Revenger so nah an Stefans Warlock bringen konnte, hatte ich die Möglichkeit, durch diesen einen Zauber von meinem Warcaster auf eben seinen Warlock zu sprechen. Und dieser tat wirklich weh. Dann habe ich getroffen. Das passt. Gebe ich noch einen aus, um nochmal zu verstärken. Ja. Gegen Panzerung 14. Panzerung 14, Stärke 12. Das sollte relativ einfach sein. Ja. So, dann liegen wir 10, 11 und dann. Und damit geht mein Warcaster unter. Er verbrennt. So wie es sich gehört. Gutes Spiel, Dennis. Gutes Spiel. Falls wir jetzt Fehler gemacht haben und es zu meinem Gunsten war, tut es mir leid. Ach, alles gut. Wir schlagen einfach dann nochmal nach. Zurück zu Dennis und Stefan. Dann greift er an mit seinem Höllenbohrer. Verteidigung 14. 14 gegen meinen Nahkampf von 7 und. Ja. Nö, ich versuch's erstmal so. Mutig. Ja. So bin ich. Gefahrensucher. Ja, hat 6. Gut geklappt. Hat gut geklappt. Schadenswurf geboostet. Nee, Moment, brauchst du eine 7, denn das war eine 6. Brauchst du eine 7? Ja. Du hast. Ich habe Nahkampf 7. Ja, ich habe Verteidigung 14. 14. Ach, 14, ich habe 13. 14. Gut. Dann Kommando zurück. Ich gebe einen Fokuspunkt aus für einen weiteren Angriff. Ja, du könntest natürlich auch erstmal umsonst deine anderen Waffen benutzen, wenn ach, du noch stimmt, welche ja, hast. Nee, da hast ja recht. Dann machen wir das erstmal. Vielleicht klappt das. Und zwar ja die was. Hauer. Die Hauer. Auch wieder auf 7. Das sieht doch besser aus. Ja, geht so. Verstärken tue ich sie aber nicht. Auf die 12, also mit der 12 gegen, du hattest jetzt noch? Ich habe jetzt noch 13. 13. Ach nee, ich bin in Nahkampfreichweite von der Dame. Ja. Also nochmal minus 2. Oh. Du hast, welche Stärke war das bei dir? 12. 12. 15. Und ich habe noch 11, also 4 Schadenspunkte. Ja, so. Free to go. Ich kaufe mir noch eine Attacke. Die ich nicht booste, weil ich immer noch Gefahrensucher bin. Und es hat sich gelohnt. Ja. Aber dafür booste ich den Schadenswurf. 16. Du bist schon tot, oder? Nee. Nee? Achso, mach mal was. Wieso? Du bist doch schon tot. Ja, aber ich bin tough. Egal. Weiter geht's. Stärke 16, hast du gesagt? Ja. Plus? Plus 3 wie 6. Ja, reicht.
Aber gut. Ich bin ja tough. Bist du? Vielleicht bin ich noch gar nicht tot. Nee, 5 oder 6? Oh, ich bin tot. Wer hätte das gedacht? Dennis hat gegen den erfahreneren Stefan durch das Besiegen seines Anführers gewonnen. Er hat also seinen Warlock getötet. Ja, das Spiel ist vorbei. Glorreich untergegangen. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mal wieder War Machine zu zocken. Und hat definitiv Lust auf mehr gemacht. Auch wenn es nicht ganz so gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht habe. Krüx war halt schon immer mein Angstgegner sozusagen. Aber naja, das nächste Mal. Ja, mein erstes Spiel War Machine habe ich jetzt hinter mir, beziehungsweise War Machine gegen Hordes. Und bin mit einem guten Plan reingegangen, den ich gleich von Anfang an glorreich verkackt habe. Also es ist am Anfang überhaupt nicht so gelaufen, wie ich es mir gedacht oder vorgestellt habe, was viel auch an mir selber lag, weil ich selber einfach taktische Fehler gemacht habe, Dinge vergessen habe, wie das so ist, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt. Also wie gesagt, das Spiel macht definitiv Lust auf mehr. Und wenn ich nicht schon eine gewisse Figurensammlung hätte, würde ich mir als nächstes auf jeden Fall ein schweres Warbeast holen. Denn das fehlt der Box auf jeden Fall. Ich habe mich ja noch nicht so viel damit auseinandergesetzt, außer eben mit dem, was ich habe. Aber ich denke mal, dass ich mir noch eine Infanteriebox dazu holen werde und dann mal gucke, wie ich dann eventuell noch ausbauen kann. Da Steffen und ich noch so voller Adrenalin waren, haben wir ganz vergessen, unsere Abschiedsmeinung vor der Kamera loszuwerden. Aber Steffen liebäugelt schon, mit einer anderen Fraktion bei Hordes weiterzumachen und ich überlege, welche Einheit ich wohl als nächstes haben will. Aber erstmal muss ich noch ein paar Spiele mit den jetzigen Figuren machen, um meine Minis und deren Fähigkeiten besser kennenzulernen. Wir werden War Machine und Hordes definitiv weiterspielen, dann aber wohl mal ganz in Ruhe und ohne Kameras. Weiterhin sage ich auch vielen lieben Dank an Ulysses Spiele für die tolle Unterstützung zu dieser Serie. Wer die Spielberichte in voller Länge sehen möchte, sollte in den nächsten Wochen mal den YouTube-Kanal von Dice im Auge behalten. Das Spiel zwischen Steffen und mir wird dort nämlich erscheinen. Aber nicht nur das. Auch das Spiel zwischen Stefan und Dennis ist im ganz Speziellen schon bis Runde 2 dort zu finden. Aber nicht als normaler Battle Report, sondern als 360-Grad-Video. Der dritte Teil folgt auch bald. Und wer weiß, eventuell wird unsere Mission War Machine in naher Zukunft weitergehen. Habt ihr Bock drauf? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Das war die 50. Folge von Dice. Ich war und bin immer noch Delia und freue mich sehr, dass ich diese Folge heute hijacken durfte. War auch wirklich nötig und ich werde hier gleich noch ein bisschen was aufräumen, umräumen, abschneiden. Na, Dennis? Hilfe! Für alle diejenigen unter euch, die nicht genug von uns kriegen können, und ich nehme mal an, dass es alle sind, haben wir natürlich unsere sozialen Medienkanäle. Soziale Medien ist eine tolle Erfindung, das heißt, ihr könnt mit anderen Menschen interagieren, ohne dass ihr euer Zuhause verlassen müsst. Tolle Erfindung. Danke Internet, danke Angela Merkel, danke Obama, danke Dennis. Bitte dir hier. Ja, und übrigens, Dennis hat sich noch was Tolles überlegt für euch. Vom 1. bis 24. Dezember gibt es den Dice Adventskalender. Jetzt weiß ich nicht, ob er vielleicht diese Idee einfach geklaut hat von damals. Ich meine mich zu erinnern, dass wir bei Margotato auch sowas hatten wie einen Adventskalender. Nein. Der hieß nur anders, der hieß irgendwie Margotato Adventskalender. Das war völlig anders. War wahrscheinlich was komplett anderes. Ja. Also ich gehe auch davon aus, dass es nicht 24 Türchen waren, wo nicht jeden Tag ein neues Video drin zu finden war. Ich lasse mich überraschen, ich werde es mir angucken und ich hoffe ihr auch. Das hier war die letzte Folge vor der Winterpause. Und ich soll euch noch ausrichten, das kommt von Herzen, das kommt von Dennis von ganz tief unten. Krav Maga für alle. Für alle? Für alle? Für alle, ja. Wirklich alle? Für alle. Auch für, also jetzt auch zum Beispiel für den Troll, der hier so scheiß gelabert hat die ganze Zeit im Chat. Ja, ganz besonders für den. Echt, für den, der gesagt hat, dass ich mal meine... Wollen wir pass auf, den ignorieren wir einfach. Ja, der wollte, dass du gerne deine... Nein, okay. Also, don't feed the troll. Für alle, die nett waren, die kriegen Krav Maga. Okay. Und der Spacken, der wird aber nicht erwähnt. Alles klar. Also alle, die nett waren, ihr kriegt Krav Maga. Spacken, du kriegst nix. Wir ignorieren dich, wie du merkst. Komplett. Du hast uns überhaupt nicht verletzt. Es hat uns nicht getroffen, was du da gesagt hast. Und wir haben ein Leben. Ein sehr schönes. Wirklich. Und ich gehe jetzt wieder in mein Leben zurück, an die Sonne, weil ich habe den Scheiß hier nicht nötig, Dennis. Egal wie viele Drogen du mir gibst.
Moin sind, ja, habt ihr fast abgeschaltet, aber tatsächlich noch am Ende der 50. Folge mal ein kleinen Nachtrag von mir so, denn ich habe, das wollte ich jetzt nochmal sagen, eine kleine schöne Sache, die ich verlosen wollte, und zwar für alle Freunde von Total War Warhammer habe ich hier diesen Code. Sechsmal habe ich den kleinen Code für Grombrindal, den weißen Zwerg, den man dann freischalten kann. Und da ist noch ein weiterer Code mit dabei, wo man dann auf Total War Warhammer 20% bekommt. Wenn ihr Bock darauf habt, also im Endeffekt habe ich 6 Codes, dann schreibt mir doch einfach, sobald die Folge bei YouTube online ist, bei YouTube, also unter das Video, schreibt mir, dass ihr, oder schreibt mir, welchen der Codes ihr haben wollt, warum ihr die Codes haben wollt und ob ihr Dice weiterempfehlt und warum. Also einfach einen kleinen Text zu jeweils schreiben, alle, die mitmachen, kommen nachher in den Lostopf und dann werde ich auslosen, wer die gewinnt. Und zwar wird die Auslosung stattfinden am 1. Dezember zum ersten Adventskalendertürchen. Soweit, macht's gut. Verwunderlich fand ich allerdings die Posen der Minis. 4 der 6 Figuren scheinen eher zu posieren, anstatt in Action zu sein, was bei Infinity eigentlich recht üblich ist. Man könnte natürlich jetzt sagen, dass sie recht entspannte Hunde, ja, wohl eher Katzen sind, aber dem einen oder anderen, glaube ich, könnte das nicht gefallen.